the number 75, the Black Tree Race crew and GTEs, because he's got a little bit of a fight in his hands with Stevens now. Porsche chasing the Corvette as Thomas leaves the right side. He's currently on the brake. Spider-Man's contact between them is going to shove the Corvette off track. So hail. And the number 75 is attempting to our 11th in class. We just had the crowd go upside down. Hallo liebe Simracing und Rennsportfans und ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Porsche Cup Fix Setup Sebring, Florida, Amerika. Was fahren Sie denn so für Zeiten hier? Ach, noch gar keine Zeit, ne? Ja, Patrick, sollen wir mal den Kanal wechseln? Und heute aus unserem Team Thorsten Oliver Zimmermann am Start. Wenn er Kacki startet, oder? Okay, wenn der Thorsten startet, wechseln wir den Kanal. Ich höre euch Gegner während des Rennens. Okay. Hörst du mich denn gut, Patrick? Da habe ich schon mal ein paar Kommentare mit drauf. Ich tue doch dann hier den meisten Kommentar hinterher drauf machen. Aber nur so, jetzt können wir mal ein bisschen Überblick haben. Der Tommy und ich, wir werden den Thorsten heute bei seinem Abenteuer begleiten. Und da schauen wir mal, was so los ist. Wir sind heute im sonnigen Florida zu Gast. Und die meisten von euch werden schon wissen, Sebring, eine Strecke, die zur Hälfte aus Betonplatten und zur Hälfte aus Asphalt besteht. Ja. Sebring ist noch eine der richtigen alten amerikanischen Männerstrecken. Aber das Ding ist, Patrick, so, das ist ja nicht immer das, was du siehst. Da bin ich ja nicht mit der Kamera, da weiß ich ja nicht, wo du gerade... Du hast ja deinen Stream, oder? Nein, ich hab dir doch gerade erklärt, dass ich nicht streamen kann, wenn ich HDR anhab. Aber das Bild dann falsch. Aus? Und weil das dann scheiße aussieht, macht es auf meinem Monitor, damit es geil aussieht. Wenn jemand von unseren Zuschauern gute Setups sucht oder ein bisschen Hilfe beim Training braucht oder gerne in der Major Series antreten will, hier oben ein kleiner Verbraucherhinweis. Und da sind wir auch schon bei den Renninfos für heute. Wir haben 25 Fahrer am Start. Es sind 12 Runden zu absolvieren. Jeder, der hier steht, hat mindestens C-Lizenz. Es gibt keinen Fast Repair. Es wird stehend gestartet. Es gibt ein Fix-Setup. Und das Auto, was alle fahren, ist der Porsche 911 GT3 Cup. 25 Starter. Die Sonne scheint hier in Florida. Wir haben allerdings milde 23 Grad auf der Strecke. Ja, das ist ein bisschen... überhält dann, aber ist egal, ich mach dann das trotzdem. 23 Grad auch in der Luft. Streamen. Da das hier wie immer ein Sprintrennen ohne Boxenstopps ja. ist. Stream läuft. Geht's von Anfang an richtig zur Sache. Und der liebe Thorsten fährt, der hat sich angemeldet zum Porsche Cup Rennen. Das ist jetzt seine Qualifikationsrunde. Seine erste. Alle restlichen Informationen entnehmt ihr bitte den Einblendungen. Keine International Raceway Henderson Army Airfield. Ich bin nicht in der Zählstimmung, merke ich gerade so. Naja, du wolltest gerne mitfahren. Ich wäre gerne mitgefahren, aber ich hab's vermeiert. Ja. Naja. Der Tommy, der hat sich leider viel zu spät angemeldet, da war der Server schon geschlossen, sodass er jetzt mit mir kommentieren muss und leider nicht mitfahren kann. 2:03:06:92. Boah, eine super Zeit, auf jeden Fall. Super. Vierter Platz im Augenblick. Ja gut, die 2:02 ist heftig. Hier in Sebring fand der erste US-amerikanische Grand Prix statt, 1959, gewonnen von Bruce McLaren auf Cooper Climax. Auch der einzige Grand Prix, der hier je stattfand. Sehr interessant. Ne? Uiuiuiuiui! Ach, das war's. Zweite Runde von Meyert, vom Thorsten. Übergedreht. Ah, halb so wild. Bisschen zu viel gewollt. Ja, ist nicht so schlimm. Du hast eine super Zeit gefahren, Thorsten, definitiv. Also hier sind die Zeitunterschiede schon ein Stück deutlicher. Der Nicolas Masno steht zurzeit auf Pole mit einer 2:02:583. Ich kann mich erinnern, so bei eurem Rennen Red Bullring, das gesamte Feld war innerhalb von 1,5 Sekunden knapp. Ja. Da fährt der Thorsten schon wieder in der Box.
Der zweitplatzierte eine halbe Sekunde zurück. Also wenn du noch schneller gefahren wärst, du wärst ein ganzes Stück weiter vor. Du bist jetzt auf dem Platz 7. Eine halbe Sekunde ungefähr wäre noch drin gewesen. Da wärst du ein ganzes Stück weiter vorne. Ja, dritter oder sowas. Na ja, so schon dritten mal. Platz rum. Wie sich gleich entwickelt. Sebring prachtet ganz gerne mal vorne in den SS. Er ist stehender Start, ne? Um Gottes Willen. Andrea Tirella, den kenne ich, der ist schon mitgefahren. Und Jimi Hendrix fährt auch mit hier. Jimi Hendrix? Ja. Ist der nicht tot? Das ist ja, der ist doch, der lebt doch unerkannt in Florida im Altenheim. Ach, bei Adolf Hitler. Wir sind doch hier in Florida, oder? Ja. Der hat doch eine WG mit einem Elvis. Elvis. Die haben doch hier so ein Trailerdorf gegründet hier mit so Wohncampern irgendwo hier, wo ich hier. Achso, da meinst du, heißt der ganze Club der 27er oder was? Genau, Trailerpark. D-Hendrix ist das. D-Hendrix. Ja. Stromkarre Arten. Oh, Stromkarre Arten. Thorsten sitzt in die Auto und da fährt er gleich los. Da denkt er, das steht der Start. Hey, dabei. So, da kann ich stehen. Starting, ja. Ja, dann drücken wir dir mal alle Daumen, ne? Noch. Und alle Zehen noch dazu. Der Grid stellt sich langsam auf. Wie gesagt, auf Pol Nicolas Maslow, dahinter Felix Koch. Schauen wir mal, wie der Thorsten so wegkommt. Auf dem dritten Wojtek Hajduček. Auf Platz 4 haben wir Amret Zachdev. Auf Platz 5 Tomasz Menger. Platz 6 Radisav Djevic. Platz 7 der Totti. Platz 8 Jens Lehmann. Platz 9 Chang Moon Rui. Ah, doch, da, ja. Wunder mich gerade. Und Platz 10, Jan Farschuh. Ich sehe keine Startampel, das wird irgendwann mal gleich losgehen. Ah, Thorsten, du schaffst noch kaum. Ruhig bleiben. Erstmal Rückwärtsgang hier beim Start. Zack, zack. Ja, auf jeden Fall, die Sonne blendet ein bisschen, ne? Sexy Sonnenuntergangsstimmung hier. Richtig romantisch. Eigentlich müsste man mal so ein ganzes Rennen so von einer Position aus streamen, ne? Als würde man. Hey, so, Ampel. Okay, alles klar. Thorsten, alles Gute. 4, 3, 2, 1. Okay, geht los. Oh, Thorsten hat nicht so prima Start erwischt. Oh man, 6 von 2 überholt. Nicolas Maslow den perfekten Start hingelegt, während der Felix Koch ein wenig geschlafen hat. Totti auch nicht so gut aus den Startlöchern gekommen, wird hier gleich von mehreren Fahrern überholt. Ganz vorne, der Nicolas Maslow, der macht sich jetzt schon aus dem Staub. Ach du Scheiße. Felix Koch auf 7 zurückgefallen und mittendrin der Totti vor ihm. Okay. Wird fleißig gekämpft und da kracht schon zum allerersten Fliegen. Im Fliegen vor sich. Scheiße. Oh, Massenkarambolage. Und Totti super vorne, durchgekommen. Ja. Und oben im Riebli sehen wir das. Der erste, der abgebogen ist, war der Yannick Metzdorf. Bisschen eingedrückt bist du, Thorsten, vorne. Und ich glaube, der Unfall dahinter war dann eine Kettenreaktion. Da schauen wir auch jetzt gleich noch. Anfahrt Kurve 3 und da waren so einige involviert. Unter anderem der Jens Lehmann hier, der Jonas Petrell und der Daniel Prong. Aber das Auto scheint gut zu fahren. Für viele jetzt schon das Rennen kaputt. Im Porsche Cup geht es ja immer von Anfang an richtig zur Sache. Nur in der ersten Runde so ein Crash, das ist wirklich schade für viele. Nee, du hast das Rad verschwunden. Tomasz Menger und Chang Moon Rui geraten. Hallo, nee, da ist er noch. Hier aneinander daher pendeln, beide fliegen ab. Was ist denn hier Position los? 5 und 6, schade. Mein lieber Scholli. Das ist gerade durch einen durchgefahren, der Thorsten. Hast du das auch gesehen? Nee, ich war gerade am Gucken hier. Weil es schwierig ist, hier zu sehen. Und durch das ganze Durcheinander hier ist der Totti schon auf den 10. Platz nach vorne gekommen. Eine super erste Runde nach Platz ist er. Wenn man am Start etwas zurückgefallen Platz 7, ist. Wie es aussieht. Also der Platz 7 ist er gestartet, keine Ahnung. Direkt vor dem Totti, der Chang Rui und der Jimmy Dreves. Oh, auf jeden Fall wird er gerade angegriffen von hinten. Oh, Daniel Bronk unter Druck von Matt Washington. Und da ist dem Daniel leider der Randstein in der Le Mans Kurve zum Verhängnis geworden. Er ist leider die Mauer abgebogen. Was heißt einer neben dir? Naja, sieht. Ist ja ganz schön viel Action hier in Sebring in der ersten Runde. Heißes Pflaster Florida. Ich höre es hier auf jeden Fall überall scheppern, ey. Und während der Daniel in die Mauer eingeschlagen ist, hat er auch der Thomas Menger nochmal einen Unfall. Ist auf Platz 20 zurückgefallen. Thorsten jetzt überholt worden von Matt Washington, liegt damit auf dem 11. Platz. Direkt hinter ihm Seid Müller. Auf jeden Fall. Kurve 1, Jimmy Dreves und der Totti gehen weit, sodass hier jetzt der Vorsicht, Auto Nummer 5 ist auch noch neben dir. Seid Müller angreift Seite an Seite, genauso wie vorne der Matt Washington.
gucken wir mal, ob das gut geht. Vier Fahrer kämpfen hier um zwei Top-10-Plätze. Super eng und wahnsinnig toll anzuschauen. Gucken wir uns hier direkt aus dem Thorsten sein Cockpit mal genauer an. Oh, jetzt hat der Thorsten guten Exit gekriegt. Thorsten greift den Jimmy Drews an Richtung Hairpin. Auf der Kurve, ja. Seite an Seite, geht nach außen, Jimmy Drews innen, mal schauen. Oh, Totti, kleines bisschen verbremst, bisschen weit. Ah, wieder blockierende Räder gehabt. Beiden Bohren, der kann ja... Vorsicht, Forstmann wieder zurückkommen. Ja. Jimmy wieder vorbeigehen, schade. Oh, jetzt muss er zwei Plätze wieder abgeben. Unser Führender, Nicolas Maslow, schon 3,5 Sekunden Abstand auf dem Wojtek Hajducek, den wir hier sehen. Dem Kampf mit dem Amret Zatschew, dem Radislav Drucevic und dem Felix Koch, der sich... wieder erholt hat nach seinen anfänglichen Schwierigkeiten. Und während die Jungs hier erbittert um die vorderen Plätze kämpfen, kann der Nicolas in Ruhe die Segel setzen. Oh. Und weiter hinten im Feld hier Yannick Metz auf Position 20, wieder Probleme in Kurve 3. Zum Glück nur ausgerutscht und nichts weiter passiert, kann er weiterfahren. Während Nicolas Maslow souverän in Führung liegt vor Wojtek Hajducek und Amret Zatschew. Dahinter der Radislav Drucevic und Felix Koch auch noch mit Anschluss. Und hier müssen wir nochmal ein kleines Malheur von unserem Thorsten nachreichen. Hairpin, dasselbe wie vorhin, wieder beim Anbremsen. Kein Platz. Blockierende Räder. Alter Vater. Und hier jetzt in der Ullmannstraat drei Mann nebeneinander. Totti innen, daneben seit Müller und Jimmy Drews. Und ich glaube, der Totti hat hier das bessere Ende für sich. Liegt jetzt vorne, super. Ja, sehr gut. Sunset Band super bekommen und kann hier als Neunter in die dritte Runde gehen. Sehr gut. Perfekt gemacht, Totti. Und damit wieder in den Top 10. Zwei Plätze gut gemacht, der Thorsten, der letzten Kurven. Und beobachtet von uns ist der Wojtek Hajducek von dem zweiten auf den fünften Platz zurückgefallen. Felix Koch jetzt vierter. Der Silber, der klebt ja am Hintern. Platz 6 Santi Zerba, Platz 7 Jan Forschu und Platz 8 Chang Ryu. Auf dem 9. der Ben Washington und auf 10 kommt dann der Thorsten Oliver Zimmermann. Hier geht's ganz schön rund. Porsche Cup enttäuscht mich nie. Okay. Ganz vorne jetzt ist ein Zweikampf entbrannt zwischen dem Amret und dem Radisav. Hier um den zweiten Platz Richtung Hairpin. Und der Amret kann vorn bleiben, geht als erster in die Kurve, aber der Radisev, der gibt noch nicht auf. Dahinter schon eine kleine Lücke und der Wojtek hier muss sich dem Santi Zerba erwehren. Oh Mann, ey. Der Totti mal wieder weit gegangen. Rüber bremsen. Thorsten hat in der Hairpin so seine Probleme und ist jetzt auf den 12. Platz wieder zurückgefallen. Boah, jetzt kommt ein ganzer D-Zug hinter Thorsten. Oh Mann. Giuseppe Barbati, Marc Peternell und Bai Leong. Ah, wie gewonnen, so zerronnen. Oh, der Grüne hinten wird abgeschossen. Und wie? Boah, da scheppert's. Ignacio Garcia schickt Jens Lehmann in die Botanik. Cunningham Kurve 10 und für den Jens Lehmann dürfte das faktisch das Aus bedeuten. Schade für ihn. Amrek Zatschew auf Platz 2 hat jetzt wieder ein paar Meter freifahren. Ungefähr schon 7 Sekunden Abstand nach vorne zu Nicolas Maslow. Aber hinter sich bis zu Platz 5 zu dem Wojtek, die ganze Meute am Popo. Hier haben wir mal den Nicolas Maslow im Blick, fährt ein einsames Rennen, blitzsauber, während es hinter ihm rund geht. Und der Chang Rui, der fährt hier eine Rekordrunde nach der anderen direkt hinter dem Santi. Der Radisav, der greift jetzt den Amret an, startet uns hier gerade und geht außen vorbei. Wow, tolles Überholmanöver. Sofort hat der Radisav eine kleine Lücke rausgefahren und der Felix Koch hängt direkt hinten dran, so wie der Wojtek. Okay, Thorsten ist an dem BTW vorbei. Totti nach seinem Austritt wieder Platz gut gemacht, an dem Jimmy Drews vorbeigegangen. Matt Washington im roten Porsche direkt dran an dem Chang Rui und dahinter der Sand. Hahn hat alles nur heute angetan. Ja. Die Zerba und Jan Forschu. Ja, das oft ein stehendes Rad. Das sieht man. Ich habe das Gefühl, dass ich schon zurück noch bremse, aber. Und plötzlich ist der Zweitplatzierte verschwunden und das sehen wir hier im Replay nochmal warum. Der Radisav. Achtung, Tati. Ja. Cunningham Corner verliert sein Auto. Schade. Ah, der Rotmann stand da, oder? Ja. Jevic, der hat vorne auf den zweiten Platz gelegt. Und durch den Radisev seinen Unfall ist der Totti trotz seiner zweier Ausrutscher wieder in die Top 10 gerutscht. Während Nicolas Maslow einsam und verlassen eine Rekordrunde nach der anderen fährt, eine 2-0-2-9-6-7. Dahinter hier geht's rund. Amrek Zatschew unter Druck von Felix Koch. Er versucht hier innen vorbeizugehen. Oh, tolle Aufnahmen. Seite an Seite. Ullmann Straight. Ich gebe Bremsen noch klein. Nein,
jetzt schert auch noch der Wojtek aus und zu dritt versuchen sie hier Richtung Sunset Band was zu machen. Felix Koch vorne. Alter Platz von Thorsten im Augenblick. Aber der Amred geht wieder vorbei. Oh, da scherbelt's schon. Felix Koch auf zwei gegangen. Oh, und da räumen sie sich ein und dritten in die Karre gefahren. Die liegen auf der Stadt- und Zielgeraden. Ja, aufpassen. Und im Replay sehen wir das nochmal. Der Wojtek, der wollte dem Felix Koch seine Schwäche ausnutzen. Alter Verwalter, das war jetzt. Und fährt dem Amred in die Seite rein und beide fliegen direkt auf der Start- und Zielgeraden ab. Die alle anderen haben Glück und kommen da noch irgendwie vorbei. Schade. Thorsten jetzt auf 9. Platz durch die Aktion. Der Wojtek direkt vor ihm und zu dem Jimmy Drews hat er schon einen kleinen Abstand aufgebaut. Aber eine schöne Lackierung hat der Wojtek. Das Auto vor dir hat auch einen hübschen Paint. Ja, bis auf ein paar zwei kleine Zwischenfälle läuft jetzt für unseren Totti sehr gut. Und durch die ganzen Unfälle hat es den Matt Washington jetzt auf Platz 4 nach vorne gespült. Von 18 gestartet, während der Totti jetzt den Wojtek angreift. Thorsten setzt zum Überholen an. Wow. Erpin auf der Bremse, überholt. Tolles Manöver. Sehr gut. Super gemacht. Super gemacht, Thorsten. Platz 8. Und jetzt ist unser Teamkollege endlich im Flow drin und hat den Zug nach vorne. Leider ist jetzt aber das Podium auch schon auf und davon. Das müsste 8. Platz sein. Ja. Wojtek Hajducek von 3 gestartet, ziemlich weit nach hinten gefallen. Schade. Chang Rui, Position 3, vor ihm der Felix Koch. Und hier ziemlich weit hinten Jimmy Drews, der letzte in den Top 10. Matt Washington auf Platz 4 hinter dem Chang Rui und dann klappt schon eine kleine Lücke zu dem Sandy Sterpa und Seid Müller. Und es scheint, als hätte sich das Feld jetzt erst einmal etwas beruhigt und jeder seine Position eingenommen. Letzte Rundenzeit von dem Vordermann, eine 2,75. Ein super Dreikampf hier, Le Mans-Kurve. Thorsten, du hast eine 2,49 gehabt. Ullmanns dreht um den letzten Podestplatz. Entweder hat er ein Problem gehabt oder der ist langsamer. Ja, Thorsten atmet schwer. Chang Rui greift jetzt den Felix Koch an, Start und Ziel gerade. Und der Matt Washington guckt sich das aus der Logenposition an. Allerdings kann der Chang Rui nicht vorbeigehen. Und der Matt versucht es direkt anzugreifen. Innen kann aber auch nicht vorbeigehen. Alles beim Alten. Super Duell hier. Herrlich. Ah, da sind auf jeden Fall ein paar Meter rangekommen jetzt in der letzten Kurve. Das sieht man. Ganz enge Kämpfe um den zweiten und dritten Podestplatz. Klebt dem jetzt aber am Hintern, ey. Matt Washington jetzt vorbeigegangen an Chang Rui. Wir sind in der 6. von 12 Runden. Sandy Zerpa und Seid Müller kämpfen hier um den letzten Top 5 Platz. Auch ein schönes Duell. Schon ein kleines Stück Abstand nach vorne, 2,3 Sekunden. Hinten auf Platz 7 Jan Verschuf, 3,4 Sekunden Abstand. Und hinter ihm auf Platz 8 der Thorsten Oliver Zimmermann. Aber jetzt in der nächsten Geraden, ob er sich einen guten Exit hat. Ja, kommt er ran. Ullmanns dreht und der Totti in lauer Position hinter dem Jan Verschuh. Saugen, saugen. Allerdings ist der Abstand hier noch ein bisschen zu groß, um in Sunset. Reicht wohl nicht so ganz. Wenn dann anzugreifen, obwohl. Reicht wohl nicht so ganz. Totti kommt näher, fährt die Start- und Zielkurve schön eng und es ist ja noch eine aller Tage Abend. Ah, Thorsten hat die Kurve fünfmal enger genommen. Und packt das. Jetzt über Startziel gefahren. Ein super Zweikampf. Der Jan verteidigt sich hier schön. In der letzten Runde hat er da gut Platz. Gut Meter gemacht in der Kurve. Totti greift immer wieder an, aber der Jan kann sich verteidigen. Ein schönes Rennen fahren die beiden hier, die Plätze 7 und 8. Und hier der Nicolas Maslow. Einsam und verlassen, fast 10 Sekunden vor dem Felix Koch, den wir hier sehen. We have to pass this fucker. Ein paar Startschwierigkeiten gehabt, aber jetzt läuft's. Dahinter jetzt, Washington unter Druck von dem Chang und hier der Totti. Okay. Kämpft weiterhin gegen den Jan. Erpin. Mal schauen, wie lange der Jan dem Totti seinen Attacken noch standhalten kann. Jetzt geht der Totti an die Seite. Ja. Jawohl, super. Geil, toll, super. Gut gemacht, mega. Vorbei, tolles Überholmanöver, Totti auf 7. Platz. Hier Radislav Drčević, mal kurz auf 2 gelegen, liegt jetzt mittlerweile auf dem 10. Platz. Chang Rui vor dem Totti auf 6, verliert so langsam den Anschluss nach vorn. Totti noch 2 Sekunden, dann ist er da dran. Totti weiterhin so Pace machen, dann ist noch ein ganzes Stück mehr drin, glaube ich. Vordermann ist eine halbe Sekunde langsamer gefahren.
Und hier noch ein kurzer Blick nach hinten. Max Portugal räumt den Ignacio der Chang Rui Garcia Garcia ab. Antwort Herpin. Zum Glück gibt es da eine dicke Auslaufzone, aber trotzdem wird der Ignacio einen kleinen Knick hinten drin haben. Naja, hat vor uns selbst. Auto Nummer 2. Wird da jemand abgeräumt. Jimmy Dreef setzt jetzt an, den Wojtek Hajducek zu überholen. Ullmann dreht, saugt sich schön im Windschatten an, geht jetzt innen rein Richtung Sunset Bend. Beide Seite an Seite fahren sie in die Kurve. Noch ist der Wojtek vorne und er kann seinen Platz halten. Aber die letzte Kurve, ne? Das ist ein Geholper da, ne? Ja, von hinten kommt Giuseppe Barbati, der seinerseits jetzt unter Druck gerät von dem Marc Peternel. Ein Blick zurück ans Ende des Feldes. Thomas Menger, Ausgang Le Mans, Kurve Richtung Ullmannstreet, verliert sein Auto auf dem Randstein und schlägt ein, rennt es eh hinüber. Wir mal ein bisschen nach vorne gucken hier, was hier so los ist. Ganz vorne der Nicolas Maslow. Schon ziemlich großen Abstand vor Felix Koch. Auf jeden Fall. 8,9 Sekunden, 9 Sekunden. Victor Maslow fährt hier wirklich ein mega souveränes Rennen. Ja, also hier dieser Chang Mun Ryu, ne Quatsch, der Santi Zerpa, den könntest du auch noch kriegen. Ja. Der fährt eine halbe Sekunde langsamer als du. Da die nach anfänglichen Startschwierigkeiten voll im Flow, wie man so schön sagt, in der Aufholjagd. 12 Runden, wir haben noch 4 Runden ungefähr. Hier mal ein Blick ins hintere Mittelfeld bei Leon. Dahinter der Max Portugal, Jonas Pentel und der Amret Sadchev. Ihr seht hier auf Platz 17 zurückgefallen. Ja, auf Position 10. Während der Totti hier vorne zum Anschluss 11, um die Top 5 kämpft. 12 und 13, da geht's auch ab. Der Wojtek, Hai Ducek, Jimmy Dreves und Giuseppe Barbati. Und der Porsche Cup hat heute mal wieder gehalten, was er verspricht. Ein super tolles Rennen und noch sind ja 4 Runden zu fahren, da kann so einiges noch passieren. Das macht der Thorsten. Ah, der knabbert sich im Auto nach vorne, qualmt. Aber wo Rauch ist, da ist noch lange kein Feuer, alles gut. Ah, Thorsten kommt auf jeden Fall immer näher. Santi Zerpa, der muss hoffentlich gleich dran glauben. Totti ist letzte Runde 2 Sekunden schneller gefahren als der Santi und der wird wohl irgendwann jetzt bald fällig sein. Drängt weit nach außen. Ne, Totti reiht sich noch mal hinten ein. Ich denke mal, das ist nur eine Frage der Zeit, bis der Totti den Santi geknackt hat. Kommt hier auch viel besser raus. Mal schauen, ob er jetzt den nächsten Angriff setzen kann. Saugt sich im Windschatten an. Geht innen rein, Richtung Herpin. Und kann vorbeigehen. Super gemacht. Vorsicht, da kommt einer zurück auf die Strecke. Sehr gut, sehr gut. Das ist der Matt Washington. Und da scheint der Drittplatzierte den Unfall gehabt zu haben. Jawohl. Damit der Totti in Top 5 angelangt. Müssen wir gleich im Replay nochmal gucken, sodass der Totti jetzt auf Platz 5 liegt. Wow. Und in der Summe oben sehen wir das nochmal, wie der Matt Washington ausgangs Herpin Richtung Fanschuh-Kurve sein Auto verliert und leicht in die Mauer eingedotzt. Ist nicht viel passiert, aber der Platz ist leider weg. Schade für ihn. Und so einige können vorbeigehen. Ein ganzes Stück nach hinten zurückgefallen, ich glaube auf Platz 7. Weiterhin Nicolas Maslow in Front vor Felix Koch. Aber jetzt auf Platz 3 der Seid Müller. Der Chang vor dir, der hat, Thorsten, super Rundenzeit. Dahinter der Chang Rui und auf Platz 5 Thorsten 2, 9, 3, Oliver Zimmermann. 6, 9, 7. 4 Zehntel schneller als der Chang Rui vor dir. Totti jetzt fast eine halbe Sekunde schneller wie der Chang Rui vor ihm. Mal schauen, vielleicht ist er sogar noch mehr drin als fünfter Platz, obwohl nach dem Start fünfter Platz schon mega ist. Come on, concentrate! Felix Koch hier nach seinem vermurksten Start. Ein souveränes Rennen. Mittlerweile eine Sekunde schneller gefahren als der vierte. Mehr als 6,5 Sekunden nach hinten zu dem Seid Müller auf Platz 3. Hier der führende Nicolas Maslow. Aber der Nicolas Maslow kann nicht so sein. Fährt ein souveränes Rennen. Teilt sich das ein. Hier fährt er übermäßig zu schnell. Ein Rennfahrer mit Intelligenz. Dahinter Felix Koch. So, wir sind und der Totti auf Platz 5. Geht jetzt in die Runde 10 von 12.
Ein Blick ins Mittelfeld. Marc Peternell jagt den Jimmy Drews und der Giuseppe Barbati ist da auch noch mit von der Partie. Hier wird auch noch um jede Position gekämpft und da fliegt einer ab. Wojtek Hajduk, Ausgang Kurve 3. Leider sein Auto verloren. Von Startplatz 3 gestartet. Ein total vermurkstes Rennen. Während jetzt hier der Marc Peternell den Jimmy Drews angreift und überholt Richtung Herpin. Super das gemacht. 1 und 2 sind schon mega auseinander. 3 und 4 sind noch da zusammen, ne? Ja. Oben im Replay können wir uns die Misere vom Wojtek Hajduk nochmal in Zeitlupe anschauen. Da hinten überholt der, der Matt Washington ist jetzt da neben dem Santi Zerpa. Und da, direkt dahinter ist ja auch noch ein Duell. Radislav Zuljic gegen Jan Fortu. Matt Washington jetzt also wieder vorbei an Santi Zerpa. Auf Position 7. Ah, der Santi, der muss jetzt echt federn lassen, ne? Ja, der schimpft hier auch an der am Funk. Santi Zerpa stark unter Druck, seine Top-5-Position verloren und der Radislav Tritschewitsch und der Jan Forschu, die klopfen auch noch von hinten, während der Totti hier auf Platz 5 mittlerweile ein super Abstand. Souveränes Rennen feiert. Leider nach vorne und nach hinten zu viel Luft. Muss nicht mehr ganz so. Nächster Ausritt von unserem Wojtek, dessen Rennen so vielversprechend begann. Und durch den kleinen Ausritt hier mit anschließender Drehung auf Platz 5. Hat er so viel Incident Points gesammelt, dass er eine Strafe anträgt. Gleich die 10. Runde vorbei. Muss, jetzt kriegt er auch noch eine mit. Nächste kleine Zwischenfall von Thomas Menger, der hier überfordert scheint. Theoretisch bräuchte ich nur noch verwalten jetzt. Ja. Aber dann macht das doch. Kann auch sein, dass das Auto beschädigt ist. Auf jeden Fall fährt er hier auf dem letzten Platz rum, von denen die noch dabei sind. Oh, da gibt es einen Überholvorgang. Eieieiei. Jan Forschu überholt innen. Erste Kurve und da fliegt der Matt Washington noch einmal ab. Kein gutes Rennen heute für den Matt. Was ist passiert? Und der Matt fällt leider aus dem Top 10 raus. Verliert nochmal 3 Plätze. Sehen wir in der Summe schön, wie der Matt sein Auto verliert, zu schnell um die Kurve gefahren. Lag vorhin noch auf einem sicheren Podestkurs und hat sein Rennen selber weggeworfen. Hat's verloren hin, dann dreht sich weg. Jetzt hier Platz 3 und 4. Chang Rui jagt eng zusammen den Seid Müller im Kampf um den letzten Podestplatz. Chang Rui gegen Seid Müller. Gute 2 Runden stehen noch auf der Uhr, also schätzungsweise 5 Minuten. Seid Müller besser aus der Kurve gekommen, kann einen kleinen Abstand wieder rausfahren. Ich will noch normale Geschwindigkeit. Ganz hinten auf Platz 20. Ja. Paul Hendricks hat Schwierigkeiten beim Anbremsen der Herpin. Ja. Zum Glück gibt es da eine Menge Auslauf. Auto Nummer 5 und Auto Nummer 2. Seid Müller und Chang Mun Ryu. Totti nach durchwachsenem Start ein super Rennen. Dann kommt der Thorsten. Zeigt lieb auf Platz 5. Guten Abstand und ja. Der Rotmanns Porsche mit Radislav Driljevic. Ist auch ordentlich weit weg. Lag zwischenzeitlich auf Position 2. Was die 2 machen? Radislav nach vorne und hinten auch eine Menge Platz. Santi Zerpa wieder auf Platz 7 an dem Jan Forschu vorbeigegangen. Und hier ganz vorne unser Führender Nicolas Maslow wird wohl jetzt in die letzte Runde gehen. Warnung! Totti geht langsam der Sprit aus. Nicolas Maslow eigentlich jetzt in die letzte Runde gehen, oder? Das verkehrt eigentlich jetzt. Ja, weiße Flagge. Totti, eingangs letzte Runde, liegt sicher auf einem 5. Platz. Felix Koch hier 2. Eine Runde noch, Totti, Platz 5. Chang Rui kämpft immer noch mit dem Seid Müller um den letzten Podestplatz. Obwohl der Führende Nicolas Maslow vom Start weg enteilt ist. Doch ein mega spannendes Rennen, was sich erst jetzt hier am Schluss beruhigt hat. 3,5 Sekunden zu deinem Hintermann. Fahren wir ein bisschen beim Thorsten mit. Also am Ende doch noch ein super erfolgreiches Rennen, Top 5 Platz, Porsche Cup in Sebring. Das ist mehr als respektabel. Hier dahinter Santi Zerpa kämpft immer noch mit dem Jan Forschu um den 7. Platz. Kann sich bisher vorne halten. Vor ihm der Radislav Tritschewitsch und hier Chang Rui immer noch im Kampf mit Seid Müller. Der Kampf um den letzten Podestplatz, der wird bis zur Ziellinie ausgetragen. Sehr schön. Oh. Achtung. Oh, da vorne, was ist da irgendwas passiert? Die haben sich vertan, ja. Jetzt ist der Seid Müller ziemlich weit gegangen. Und der Chang Rui, fairer Sportsmann, lässt ihn vorne. Zu weit weg. Das muss man wirklich sagen. Hier Chang Rui nach eigenem Fehler. Wirklich eine ganz faire Geste von ihm. Totti nochmal rangekommen, aber die Jungs sind dann doch zu weit weg und ihm geht so langsam die Zeit aus. Ist ja die letzte Runde, wie ihr wisst. Und weiter hinten hat der Matt jetzt so ganz den Faden verloren. Hier Kurve 3. Kann auch sein, dass das Auto beschädigt ist nach seinen Ausritten. Auf jeden Fall dotzt er noch einmal an
und verliert jetzt den 12. Platz, fällt bis auf Platz 18 zurück. Schade für ihn, letzte Runde. Und zum Ende des Rennens fehlen unserem Totti jetzt sagenhafte 1,8 Sekunden zum Podium. Die letzten paar Meter für Nicolas Maslow. Da wisst ihr, was da drin gewesen wäre. Hätte er vom Start besser weggekommen. Und hier Nicolas Maslow biegt ein zu seinem Sieg. Gratulation. Pole Position, schnellste Rennrunde und Sieg. Besser kann man es nicht machen. Chapeau. Dahinter kommt der Felix Koch. Sein Müller und Chang Rui. Und direkt dahinter der Totti. Sehr gut. Herzlichen Gratulation. Glückwunsch. Perfekt, das war super. Dankeschön, Dankeschön. Das war geil. Schönes Rennen, super gefahren. Die Saftriljevic auf Platz 6 und der Santi Zerba konnte den 7. noch verteidigen. Die restlichen Ergebnisse entnehmt ihr bitte unserer Ergebnistabelle. Totti. Oh, Spaß gemacht. Das war cool. Ja, das war aufregend. Das war geil. Und das war mal wieder ein typisches Porsche Cup Rennen. Spannung und Action bis zum Schluss. Und Totti mega erfolgreich. Super. Sehr gut gemacht. Ja. Der Ausflug nach Florida hat sich gelohnt. Ja, hast du nichts geleistet, ne? Bis auf die ein, zwei Ausrutscher da auf der Bremse, ja. Ne? Ja, ja. Sonst war eigentlich ganz gut, ne? Ja. Ist gut vorbeigekommen an deinen Kontrahenten. Willst du mehr? Ein paar krasse Überholmanöver bei. Und hier Ehre, wem Ehre gebührt. Nochmal unser Podium. Nicolas Maslow, Felix Koch und Seid Müller. Ein Top-Rennen. Alles klar, dann beende ich mal den Stream hier. Nochmal Gratulation, Totti. Hat Spaß danke, gemacht. Danke, Zuschauen. Danke. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Motivieren, danke fürs Spotten. Ja. Sag mal, bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss! Fresh from Florida. Buy fresh from Florida. Fruits and vegetables. Und da bleibt mir nur noch, mich von allen Zuschauern zu verabschieden. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut!